Meine Top-Aktien für den Monat April. Wir haben hier eine sehr spannende Chart-Situation und natürlich auch eine extremst lukrative Situation bei der Bewertung. Ja, vorweg, mir ist es gar nicht so einfach gefallen, mich auf nur drei Unternehmen hier zu fokussieren, weil aktuell gibt es wirklich viele spannende Situationen am Markt. Deswegen gibt es hier auf jeden Fall noch eine weitere Version von diesem Format. Ja, das erste Unternehmen, ein seltener Gast aus Deutschland, und zwar Fresenius. Fresenius ist das Interessante eigentlich dran, dass man hier nicht den meisten Umsatz in Deutschland macht, sondern in Amerika mit fast 40%. Wir haben hier einen neuen CEO bekommen und der versucht jetzt hier einfach diese Profitabilität etwas besser zu steigern, also verschiedene Zahnräder zu drehen. Wird auf jeden Fall sehr interessant, ob er sich dort durchsetzen kann. Wie folgt sieht es dieses Jahr aktuell aus? Man erwartet einen Umsatz von ca. 42 Milliarden Euro und geht davon aus, dass man die Nettomarge bei ca. 3% halten kann. Jedoch ist es sehr, sehr gering. Also man muss hier auf jeden Fall viele Jahre mitnehmen, wenn man hier investieren möchte. Ich bin bereits investiert und das KGV sieht dieses Jahr wie folgt aus, ein 10er KGV, aber wenn man dann eben diese Profitabilität etwas besser steigern kann, erwartet man im Jahr 2025, das ist aber Zukunftsmusik, ein KGV unter 7. Das KBV sieht natürlich auch interessant aus, jedoch kommt natürlich auch die hohe Verschuldung hinzu mit über 24 Milliarden Euro. Ihr seht es ja selber, die Zinsen steigen, das heißt einfach Refinanzierungen werden teurer, deswegen hier immer ein Augenmerk drauf schmeißen, und der Free Cashflow, ja, der ist stabil und eventuell in der Zukunft wieder leicht steigend. Was natürlich schade war, war natürlich, dass die Dividende ja nur stabil geblieben ist. Hinzu kommt, das KGV ist unterm Durchschnitt und die Dividendenrendite ist leicht über dem Durchschnitt. Vom Chart her sieht es natürlich sehr, ja, schlecht aus, muss man tatsächlich mal so sagen, von links oben nach rechts unten. Aber dieses schlechte Chartbild gibt natürlich auch Möglichkeiten für die Zukunft, wenn man sich da jetzt mal langsam fangen kann und dann Richtung 30 Euro wieder hochgehen kann und dann vielleicht sogar in der Zukunft wieder Kurse über 40 sehen. Das sehen wir, wenn du mir hier eben folgst. Und bevor wir zum nächsten Unternehmen kommen, es gibt natürlich auch die Dividendenstrategie Masterclass. Ich blende hier einfach mal, ja, Nachrichten ein von den Mitgliedern. Also es kommt sehr, sehr gut an. Der Link ist unten drinnen und unten ist natürlich auch noch ein Link drinnen für bis zu 35 Euro Bonus beim Zero Broker. Schau auch dort gerne vorbei. Ja, und das zweite Unternehmen ist mir echt nicht leicht gefallen, weil wir haben ja hier im Tabaksektor verschiedene Unternehmen, die aktuell sehr spannend sind. Ich habe mir jetzt einfach mal für Altria entschieden, weil Altria hat einfach nur, ja, 6.300 Mitarbeiter, und das Interessante ist natürlich, dass man hier den kompletten Umsatz in Amerika erwirtschaftet, bringt natürlich aber auch so die kleinen Schwierigkeiten mit, weil man eben vom amerikanischen Markt komplett abhängig ist. Ja, also vom Umsatz her, da ist nicht mehr so viel Spielraum nach oben aktuell. Bisschen Luft ist noch da, aber das sind wirklich sehr, sehr kleine prozentuale Situationen, die man den Umsatz eben steigern kann. Was aber brutal ist, und wenn man das wirklich schafft, ist Chapeau, eine Nettomarge von über 40%, und das in der Old Economy, also das ist schon echt heftig. Aber Altria und Tabak haben einfach so ihre aktuellen Schwierigkeiten drinnen. Einerseits natürlich wegen dem ganzen E-Zigarettenzeug, weil hier einfach immer mal wieder Strafen kommen. Man verbrennt Geld. Altria hat das auch letztens kundgetan, dass man hier die Übernahmen jetzt nicht so ideal waren. Was aber schön ist, ist auf jeden Fall natürlich, dass die Aktien zurückgekauft werden und von einem KGV hier aktuell 8,8er KGV. Sehen wir gleich, wie das sonst so war in der Vergangenheit. Die Nettoverschuldung ist natürlich auch relativ hoch, aber demgegenüber steht auch ein sehr interessanter Free Cashflow. Vom Aktienchart her, hier habe ich den 3-Jahres-Chart mitgenommen, und ihr seht, es gab nur selten die Situation, diese Aktie vom Aktienchart her günstiger zu kaufen. Also kann man schon mal so sagen, ja, sieht schon interessant aus, bei mir auf jeden Fall auf der Watchliste drauf, aber ihr wisst es, British American Tobacco ist bei mir bereits im Depot drinnen, deswegen dieses Unternehmen beobachte ich weiter und bin echt gespannt, wie sich dort die Zukunft entwickelt. Beim nächsten Unternehmen braucht man auf jeden Fall erstmal den Eisenerzpreis. Der Eisenerzpreis im maximalen Chart dargestellt, war man im Tief bei unter 50 US-Dollar, im Hoch bei über 200 US-Dollar, aktuell pendelt man bei 125 US-Dollar, das ist auf jeden Fall sehr gut für das Unternehmen, weil man natürlich leider aktuell weniger Umsatz erwirtschaftet. Das ist natürlich schade, aber dieses Unternehmen gibt schon extremst lange. Es hat wirklich
bombastisch gewirtschaftet bislang, weil man natürlich auch eine Nettomarge von über 20% hat aktuell. Die Dividende geht etwas zurück, aber wenn man im Bergbausegment unterwegs ist, beziehungsweise im Rohstoffsektor und Edelmetallsektor, dann weiß man, dass die Dividende immer schwankt. Deswegen würde ich mich dort auch nicht so direkt auf die Dividende konzentrieren, weil die meistens auch extrem hoch ist, sondern wirklich auf die Bewertung. Hier haben wir ein KGV aktuell von 9. Das KBV sieht es ja auch, das ist relativ günstig aktuell, auf jeden Fall auf den ersten Blick natürlich. Hinzu kommt, dass der Free Cashflow etwas zurückgeht und das Unternehmen eigentlich keine Schulden hat. Also das ist was, was mir extrem gut gefällt. Mir gefällt hier eine Range vom Pence her bei ca. 4.500 Pence, sprich 45 Pfund. Das sind umgerechnet ca. 50 Euro. Das wäre nochmal so eine Position, wo ich gerne auf jeden Fall aufstocken möchte in der Zukunft. Aber da müssen wir einfach Vorsicht walten lassen, weil das Unternehmen einfach extrem von dem chinesischen Markt abhängig ist. Das heißt, wenn der chinesische Markt, der Immobilienmarkt boomt, boomt natürlich auch gleichzeitig Rio Tinto, weil Rio Tinto einfach über 50% vom Gesamtumsatz in China erwirtschaftet. Jetzt würde es mich interessieren, was haltest du von die drei Unternehmen? Schreib das gerne unten rein und wie gesagt, unten sind auf jeden Fall die Links drinnen. Schau dort auf jeden Fall auch gerne vorbei.